So, Freunde, da sind wir wieder. Speicherkarten gelöscht, haben wir wieder Speicherplatz. Hier ist das gute Stück. Ja, das halten wir jetzt 10 Stunden so. So, und das Ding packen wir jetzt mal aus. Alles andere vom Tisch runter, dass wir nichts weiter runterschmeißen können. So, und auf geht's. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wie ein Chirurg. Ah, vielleicht sollte ich dann auch lieber hier hingucken, statt in die Kamera. So, den Hauptschnitt haben wir schon mal. So, es kann uns nichts weiter mehr aufhalten. Papier, weg damit. Und nachher stolper ich darüber. So, ja, was ist das? Manch einer kann sich da schon denken. So, es ist, schieben wir mal den Karton zur Seite, das Tabletop Call to Arms, Elder Scrolls. Ja, das Tabletop-Spiel für Elder Scrolls. Momentan erstmal alles von und mit Skyrim. Aber ich denke mal, die behalten sich das noch vor, weitere Spiele und Länder dazuzunehmen. Mit Skyrim ist man erstmal schön bedient. Da haben wir die Graumäntel, da haben wir die imperialen Soldaten, wir haben da die Skelette und Draugar, die Kleinigkeiten, dann haben wir die ganzen Monster. Und dann gibt es noch die Soldaten von Weißlauf. Na, die gibt es momentan noch nicht, aber ich bin mir sicher, die bringen sie auch noch heraus. Was haben wir denn hier? Das schauen wir uns mal an. So, fangen wir mal hier mit an. Ah ja, genau. Die Abenteuerspielmatte. Also wenn das Video jetzt zu lange dauert, dann splitte ich das auf, dann seid mir nicht sauer, dann mache ich 2 Videos raus. Ach, herrlich, herrlich. Schaut es euch an. Schaut es euch an. Ist das geil. Na, die will ich doch gleich mal auspacken hier. Hier die Skelette. Herrlich. So, was haben wir hier? Hier haben wir, ja, Nature, Natur. Mhm. Und die andere Seite hier. Haben wir einen Höhlenboden. Hier eine schaue Brücke. Ah, wo sind die Skelette? Wo sind sie hin? Ach ja, hier. Hier sind sie. Ah, hier. Hier. Okay, lassen wir gleich mal als Untergrund. So, hier haben wir Call to Arms, Marker und Tokens. Ich packe die jetzt nicht weiter aus. Hier haben wir Wächtersteine. Da sieht man mal, wenn man die Figuren dazu hat, auch mal die richtige Größe dazu. Wie groß sie zu einer Spielfigur sind. Und hier haben wir die Marker für die Rätseltüren. Da muss man mal 3 Stück im Spiel in die richtige Reihenfolge oder in die richtige Position schieben und dann öffnet sich eine Tür im Verlies, im Dungeon, in der Höhle. So, was haben wir hier? Hier haben wir die ganzen Truhen, die ganzen Schatztruhen. Hier die großen. Und hier die kleinen mit den Einschüben. Ja, wir machen jetzt hier nur mal ein Unpacking. Ein richtiges Unboxing folgt vielleicht später. So, was haben wir hier? Plastik Imperial Faction. 5 Plastikfiguren, die Imperialen, genau. Hatwa, Held von Helden ist mit dabei. Ist er das? Ja, das müsste er sein. Ja. Man kann sich ja am Anfang des Spiels entscheiden, wenn man vor dem ersten Drachen flüchtet. Folgt man Hatwa oder folgt man Ralof? So. Der Held von Helden. Ist aber auf der Seite der Imperialen. Okay. Und hier haben wir die Graumäntel. Oder Sturmmäntel. Sturmmäntel. Stormcloaks. So, könnt ihr das sehen. So, wer ist denn jetzt hier Ralof? Er oder er? Ah, Ralof, ja, das wird der Commander sein und Ralof wird der hier sein. Der sieht wie Ralof aus. Und hier haben wir die Untoten. So. Und mit den Dovahkiin, mit dem Dragonborn. Und wenn wir da jetzt ganz genau hinsehen, das ist eine She-Dragonborn. Ja. So ist das. (30 mm) sind die Figuren. Sind also im Laufe der Jahre größer geworden. Früher waren die ja reelle 2,8 cm. Damit kommt man heutzutage nicht mehr. Was haben wir denn hier? Da legen wir mal wieder das Skalpell an und los geht's. Es ist etwas stumpf, wir nehmen das andere. Gekonnt ist gekonnt. Oh, das ist ganz schön schwer. Package. So, wie geht denn das weiter auf? Wie geht denn das weiter auf? Ohne den Karton zu zerstören. Aha, okay. Ein Rätsel, das wir gelöst haben. Und hier haben wir die Höhlen, die Dungeon-Wände. Kann man dann hier so hinstellen. Und dann müssen wir zwischen den Höhlen über die Brücke hier. Herrlich. Und hier sind noch ein paar kleine Teile. Okay. Die sind ganz schön schwer. Jetzt machen wir doch hier ein Unboxing raus. Die Abschlusskanten kann man machen, muss man nicht. Und hier auf der Seite liegen dann die Leichen drin, die Draugar. Balkpfeiler. Na, es gefällt doch. So. Das hier mal wieder weg, sonst steht das ein bisschen im Wege. So, und das hier sind die Core Rules. Hey, die Core Rules. Die Grundregeln. Gibt es leider nur auf Englisch. Öffne ich jetzt nicht. Denk mal, da gibt es schon genug andere Unboxing-Videos auf YouTube. Ja, die Regeln gibt es leider nur auf Deutsch. Gibt es leider nicht auf Deutsch, nur auf Englisch. In Englisch. Bin gespannt, ob es davon vielleicht mal eine deutsche Version gibt. Ja, ist ganz praktisch. Hier sind nur die Regeln und eben die Spielmaterialien drin. Man kann rein theoretisch auch seine eigenen Figuren für dieses Tabletop nutzen, wenn man nicht unbedingt die Skyrim-Figuren nutzen möchte. Wenn man dann selber schon genug nordähnliche Spielfiguren hat oder genug Skelette oder Untote, kann man sich die Figuren, wenn man möchte, sparen. Aber wir haben ja noch mehr. Zellophan. Ah, ja. Die Puzzletür. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Draht dran. Ah, lässt sich gleich leicht entfernen. Hier kommt dann die goldene Kralle rein, dann drehen wir das und schwupp geht das Ding auf. So, die letzte Packung. Ich finde ein bisschen komisch, dass die in so einer solchen Pappkartons hier geliefert werden. Dass hier einfach die Erstauflage ist. Ich denke, dass sie mehr auch in so einer schwarzen Verpackung sind, wie eben jetzt hier die Figuren. Ne? Oder wie die Anleitung hier. Das Grundset. Oh ja, oh ja. So, ich krieg das wieder rein in die Tüte. So, so, so. Wie geht denn das hier? Na, das ist kein Steckzapfen, der muss noch ab. Kommt das hier rein? Na, hier ist er ein bisschen entfernt, muss auch noch ab. Okay. Und dann haben wir wahrscheinlich hier irgendwie den Eingang vom Ölsturzhügelgras. Da hat man eine Menge Arbeit, haben wir eine Menge zum Kleben und zum Anmalen. Und jetzt machen wir noch eine Packung. Jetzt machen wir noch eine Packung von den Figuren auf. Die gucken wir uns doch mal an. So. Packen wir mal die Dragonborn aus. Oh, was ist das? Ach du Schande. Ich werde ja nicht mehr. Kann man das jetzt hier sehen bei dem Untergrund? Vielleicht sollte ich doch mal die... Ja, ich mach mal lieber schnell die Unterlage weg. So, da sind wir wieder. So, ja. Gussrahmen. Ach du Schande. Die muss man erst noch zusammenkleben, die Viecher. Und das ist noch so kompliziert, dass hier eine Anleitung dabei ist. Seht euch das an. 10, 12 Teile, ein Dutzend Teile. Ja, schreibt das doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Seid ihr denn hier so eine Bastler und Maler? Findet ihr das gut, dass ihr, bevor ihr anfangen könnt zu malen, erstmal die ganze Chose zusammenkleben müsst? Ist das mehr eine Pflichterfüllung oder macht euch das Spaß? Das würde mich mal interessieren. Tja, ich muss noch überlegen. Hier sind noch die Bases dazu, ob ich das alleine mache oder ob ich jemanden finde, der das für mich erledigt. Ja. Früher musste man nur malen, jetzt muss man kleben und malen, bevor man mit den Dingern spielen kann. So, okay meine Lieben. Das soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein klein wenig gefallen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und wir sehen uns bald wieder. Lasst euch nicht wegschnappen. Euer Lefty.